Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Waldhelden-Video. Heute haben wir uns mal was ganz Besonderes für euch ausgedacht und dazu haben wir nicht nur tatkräftige Unterstützung von Niki und Ruven vom Kanal Campervan Crew dazu geholt. Nein, ihr könnt auch noch ordentlich was gewinnen. Und zwar spielen wir mit euch Wahrheit oder Camperlatein. Beide Parteien, also wir, Christina kommt gleich dazu, beziehungsweise wir haben das Ganze schon aufgenommen auf dem Trip, den wir mit den beiden am Browersdamm gemacht haben. Beide Parteien, wir, ich und Christina und Ruven und Niki werden gleich jeweils drei Behauptungen aufstellen aus unserem Camperleben, die mehr oder weniger glaubwürdig sind. Und ihr und die jeweils andere Partei muss dann erraten, ob das Ganze stimmt oder frisch aus dem Paulanergarten kommt. Es wird also richtig unterhaltsam und ich bin sehr gespannt, wie erfolgreich wir, die beiden anderen und auch ihr unsere gegenseitigen Lügengeschichten hier aufdecken könnt. Bevor es losgeht, habe ich aber noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar darf ich euch heute die C1000 von unserem langjährigen Partner Anker Solix vorstellen. Und das Beste daran, ihr könnt sie sogar gewinnen. Die Anker Solix C1000 ist eine Powerstation mit 1056 Wattstunden Kapazität und einem Wechselrichter mit 1800 Watt Leistung, der in der Spitze sogar 2400 Watt schafft. Damit könnt ihr also im Grunde alle Geräte betreiben, die ihr unterwegs mitnehmen wollt. Was mir an der C1000 besonders gefällt, ist, dass sie deutlich kleiner und leichter ist als andere Powerstations mit vergleichbarer Kapazität. Sie wiegt nur 12 Kilo und ist super kompakt, perfekt also für unterwegs. Die C1000 verfügt über 9 Anschlüsse, 4x normale Schuko-Steckdose, 2x USB-C, 2x USB-A und einmal 12 Volt. Da kannst du also problemlos alle deine Ladegeräte, Drohnen, Kaffeemaschinen, whatever, alles was du so unterwegs dabei hast, problemlos anschließen. Und das Beste daran ist, du kannst sie innerhalb von einer Stunde wieder komplett aufladen. Das spart nicht nur Zeit, sondern ist auch super praktisch, wenn es mal wirklich schnell gehen muss. Und für alle unter euch, die gerne autark unterwegs sind, mit bis zu 600 Watt Solarinput könnt ihr auch mobil mit Solarpanel die Powerstation innerhalb von 2 Stunden ungefähr wieder aufladen. Und wie man es von Anker Solix kennt, hat auch die C1000 wieder LiFi Pro 4 Akkus verbaut mit mindestens 3000 Ladezyklen. Bei täglicher Nutzung entspricht das etwa 10 Jahren, also richtig langlebig. Außerdem gibt es eine App, mit der ihr den Ladezustand und den Verbrauch checken könnt. Die jeweiligen Anschlüsse und sogar das integrierte Ambient Light lassen sich damit steuern. So, und jetzt kommt ihr ins Spiel. Schreibt uns in die Kommentare, was für euch der größte Nutzen einer Powerstation ist. Wofür würdet ihr sie am dringendsten verwenden? Für den nächsten Roadtrip als Notstromversorgung zu Hause oder vielleicht fürs Wintercamping? Keine Ahnung, was immer es ist, schreibt es uns in die Kommentare und wir verlosen unter allen Teilnehmern nächste Woche Sonntag eine C1000 hier von Anker Solix. Und falls du dich nicht auf dein Glück allein verlassen möchtest, dann kannst du auch jetzt schon vor dem Black Friday bis zu 500 Euro auf die C1000 und Bundles sparen. Klick einfach mal auf den Link unten in der Videobeschreibung und schau dir die ganzen Rabatte auf der Anker Solix Webseite an. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Video. Ich bin sehr gespannt, ob ihr herausfindet, welche Geschichten frei erfunden sind und welche wahr sind. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Schnick, Schnack, Schnuck. Nee, du hast verloren. Wir bitten mit Stein ein. Stein kann Papier auch zerstören. Ja. Okay, dann fangt doch an. So, erster Fact von euch. Also, wir haben unseren Frischwassertank mal mit stinkendem Brunnenwasser aufgetankt. Wahrheit oder Lüge? Würdest du denn sagen? Stinkt denn im Also zu Hause ja wahrscheinlich nicht. Brunnenwasser könnte natürlich auch. Brunnenwasser könnte auch Wasser gewesen sein, was in einem Schlauch noch war, so Restwasser oder so. Nee, aufgefüllt hat er gesagt. Aufgefüllt. Also komplett? Komplett. Ja. Ich dachte, das passiert. Das passiert keinem Ruven, sag ich. Nee, Ruven passiert da nicht. Stank wirklich wie die Sau. Ich sag, das stimmt nicht. Ich sag auch, das stimmt nicht. Ist wahr. Nee. Wirklich? Ja. Ah, wie konnte das denn passieren? Und zwar, die Story dahinter. Also, Henry. Ja, war tatsächlich zu Hause. Wir haben zu Hause unser Wohnmobil aufgetankt. Machen wir ja eigentlich mal, wenn wir so unterwegs sind. Und man kann bei uns, also wir haben einen Brunnen zu Hause, man kann umstellen zwischen Standwasser Ach und Brunnenwasser. So, okay. Und da, wo wir das Haus gebaut haben, stand früher ein Bauernhof. Ah. Speziell da, wo unser Haus stand, ein Schweinestall.
Und immer, was macht ihr denn mit dem Brunnenwasser? Den Brunnen an, ja, du musst halt ein bisschen laufen lassen, also nur Garnbewässerung, aber du musst halt Wasser ein bisschen laufen lassen, weil das schon am Anfang echt ein bisschen müffelt. Nach Schweinen. Und ich habe nicht umgestellt auf Stadtwasser, als wir den Camper vollgetankt haben. Und dann habe ich mit, schön mit dem stinkenden Brunnenwasser. Nein, ekelig. Aber ihr habt ja einen Filter. Oder hattet ihr den da noch nicht? Da hatten wir den noch nicht. Ah, danach dann. Und danach erstmal gereinigt, mehrere Male wahrscheinlich. Erstmal alles abgelassen, genau. So war das. Oh Mann, ey. Ja, verrückt, ja, hätte ich nicht gedacht. Ja. Nee, aber gut. Direkt hier ersten Minuspunkt oder ein Punkt für euch sozusagen. Ja, das konnten wir nicht wissen. So, weiter geht's. Also, wir haben mit der Wohnhilde schon über 40.000 Kilometer gefahren. Genau in die Augen. Niki hat so ein Coaching beim FBI gemacht. Okay. 40.000 ist schon viel. Wann hat die denn nochmal gesagt, wie lange sind die damit unterwegs? 2 Jahre? Nee, 2 Jahre kann ich. Wir haben ja wie lange. Also die Frage könnten wir euch beantworten, das wäre eine Hilfestellung, wenn euch das so schwer ist. Nee, das können wir natürlich nicht beantworten. Warum denn nicht? Aber wir haben den Rock gefährt, wie lange? Weil haben die nicht den Boris? Fast 4 Jahre haben wir den jetzt Ende des Jahres. Ja, und ja, also ungefähr 2 Jahre, ne? Ja, ungefähr 2 Jahre, 20.000 im Jahr. Schon ordentlich, aber die brettern auch immer viel hier so Südtirol und so, ne? Also ich würde sagen, ich sag ja, der Udo macht ja auch viele Touren alleine. Ich sag ja. Okay, aber was heißt das? Wir können uns einigen, ne? Ja, ihr könnt auch jeder was Eigenes sagen. Nee, wir überlegen. Also. Wir fragen Tito. Was sagt Tito? Frag mal Tito. Lauter. Hört ich nicht. Ins Mikro, Tito, ins Mikro. Bei dem Wind hört man dich sonst nicht. Also ja? Wir sagen ja. Nein, das stimmt nicht. Aber und knapp dran, es sind tatsächlich fast die Hälfte nur. Also ein bisschen drüber. 21 haben wir heute Morgen noch nachgeguckt. Ja. Wir sind immer kleinere Distanzen aber gefahren. Aber wir fahren halt viele kleine Distanzen. Also wir waren halt, wir machen ja nur 2, ich sag mal, größere Touren im Jahr. Das sind dann halt so 2000 Kilometer. Und der Rest ist halt so hier Brouwersdam, Willing, so 300 Kilometer mal hier, mal da. Dann kommst du max auf 10.000. Auf 10 sowas, ungefähr, ja. Also wir fahren schon häufiger, aber halt dann eher kleinere Strecken. Ne? Ja, haben wir aber auch so knapp 10.000. Ist etwas weniger. Yay, yeah, Ausgleich! Also, der Mann, der uns den Camper vorgestellt bzw. die Einweisung gemacht hat, als wir den gekauft haben und bekommen haben, hat sich selbst K.O. geschlagen während der Einweisung. K.O. geschlagen? Also Krankenhaus K.O.? Wieso habt ihr überhaupt eine Einweisung gekriegt? Das war doch zu Corona-Zeiten. Ja. Aber kurz davor. Ihr habt den eher als wir. Wir haben ihn geliefert bekommen. Und hatten eine Einweisung vor Ort bei uns. Ich weiß wie. Ja, mit dem Heckträger. Mit aber dem Fahrradträger vom Heckträger. Ja, mit dem Nackenschwinger. Den wir auch hatten. Ich sag, das stimmt. Sagt er beide, oder? Ja, wir müssen uns einig sein. Also ich habe noch nie gehört, dass sich einer am Camper K.O. Ja, der ist ja nicht krankenhausreif, aber einfach nur, der ist halt irgendwie dann also weg. Also hat er sich wirklich K.O. geschlagen? Ja. Oder? Der, ja gut, der war jetzt nicht aber okay. Er gibt da schon so eine gute. Aber der hat sich schon sehr, sehr viel getan. Ja, dann wahrscheinlich. Wenn er das schon so sagt, auf jeden Fall. Das hat er gerade mit dem Tank auch gemacht. Ich sag, das stimmt. Ja, ich würde auch sagen, wahrscheinlich mit dem Fahrradträger. Ja. Falsch, nein! Nice. Was? Nice. Das war genau mit dem Fahrradträger. Yay! Ist uns ja auch schon mal fast passiert. Ja, fast, aber ja. Dann hatten die Leute, als wir den quasi gekauft haben, auch direkt prognostiziert. Das Ding haut euch in den Nacken. Ja. Aber was ist denn jetzt los, ey? Er freut sich über den Punktgewinn. Ja, vor allen Dingen, es war ja noch so, er hat es ja gesagt, wir standen an der Hecktüre. Er hat ja, ist ja gut. Ja. Müsst ihr aufpassen mit dem Fahrradträger. Was ist mit ihm? Will er auf dem Schoß? Oder macht die dann, schlägt die zu und haut sich den Fahrradträger ins Genick. Was macht er da? Da macht ja, er das tut auch ordentlich weh. So, jetzt aber wieder Sitz. So, Henry, wenn du nicht aufhörst, gehst du rein. Der will auf dem Schoß, so wie Tito. Das, so. Du bist zu groß dafür. Henry. Die Wohnhilde ist quasi ein halben Holländer, wie man das so bei uns sagen würde, weil die war schon über 10 Mal an der holländischen Nordsee. Seid ihr euch einig?
Dreimal. Nee, war nur dreimal. Ja, also ich sag, das stimmt. Oder so, wenn ich jetzt genau. Ist wieder so ein ganz knappes Ding. Ihr müsst euch einig sein. Ja, komm, wir sagen ja. Ja. Ja! Ja. Ja. Ah, das war zu einfach wahrscheinlich. Ja, aber wie oft war's denn wirklich? Zehnmal. Also genau. Ja, also über zehnmal, also zehnmal. Ja, wir haben nochmal durchgerechnet. Aber ich war nicht immer dabei, deswegen. Also Udo war auch ja ganz oft ohne mich. So, also was war jetzt? Ausgleich. Ja. Ausgleich, 2-2. Oh, Ausgleich. Malte hat 2 Kämpfer. Nächster Fact. Und zwar ist die Alarmanlage unseres Campers mal nachts auf einer Fähre angegangen und hat ein komplettes Deck aufgeweckt. Da hätte er ein Video drüber gemacht. Wir haben alle Videos gesehen. Ich sag, das stimmt nicht. Nicht alle Videos gesehen. Doch. Oder hast du noch welche im Petto? Ja, ich weiß. Boah, die hat bestimmt mal einen Fehlalarm geschmissen. Aber nachts auf einer Fähre und hat ein ganzes Deck geweckt. Ja gut, hat die ein ganzes Deck wecken muss, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Was hast du? Schwierig, ne? Schwierig. Ich glaube nicht. Ich sag auch nicht, das stimmt. Ist gelogen. Wir sagen, ist gelogen. Ist gelogen. Ja, aber irgendwas hast du mal mit dem Fehlalarm erzählt, ja, oder? Fehlalarm hatten wir ja unzählige. Wir haben die ja gar nicht. Ach, mehr. Genau, hast du wieder aus, so wart, ja, genau. Auch aufgrund dessen haben wir uns hier ausbauen lassen, weil die immer so viele Fehlalarme ausgegeben. Wir nennen jetzt keine Namen. Ja. Pandora, genau. Also, letzte Frage hier bei uns auf dem Kanal. Dann geht's weiter bei euch. Christina hat noch nie die Chemietoilette gereinigt. Entleert. Entleert, okay. Also entleert, nicht gereinigt, entleert. Ist auch ausbar. Ja. Kurz und knapp, stimmt. Also? Das stimmt. Da musst du auflösen. Nee, das stimmt nicht. Ich hab das auch schon mal gemacht. Sogar schon zweimal. Zweimal. Und einmal auch in Camper Clean, also dreimal. Dann Camper Clean zählt. Und auch einmal zu Hause, also viermal schon. Ja, gut. Also schon häufig eigentlich. Häufig, viermal aber ist häufig. Öfter. Man kann es an einer Hand abzählen. Ja, ja. Man kann es viermal. Nee, das ist schon. Schon ein halber Punkt. Nee. Mano. Kommen wir jetzt alle zum letzten Effekt, oder was? Stopp. Die nächsten 6 Geschichten, die könnt ihr euch jetzt hier bei Ruven und Niki auf dem Kanal anschauen. Aber nicht vergessen, vorher noch kurz kommentieren und am Enka-Gewinnspiel teilnehmen. Wir wünschen euch viel Glück und sehen uns nächste Woche Sonntag hier wieder. Bis dahin und tschüss. Der Verlierer muss die Britzebälle essen. Ja, die haben wir doch gar nicht mehr. 3 Stück auf einmal, haben wir gesagt. Die wurden doch gestern alle weggefuttert. Nee, 3 Stück sind noch da, Udo. 3 Stück Britzebälle, der Verlierer muss sie im Mund nehmen. Alle 3. Okay.